Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin der Schotti von der Test Area und jetzt endlich, ne? Kleines Geheimnis gehabt. Geheimnis, jetzt wird es gelüftet. Und zwar der Tassi von Tasmodding hat für euch ein Weihnachtsgeschenk und das möchte ich euch jetzt hier präsentieren. Es ist zwar jetzt noch nicht Weihnachten, aber trotzdem. Nichtsdestotrotz bekommt ihr das jetzt schon. Vielleicht, weil ihr alle so brav gewesen seid. Wir gehen rein. Wir gucken als erstes bei den LKWs. Da haben wir ganz hinten eine ganz besondere Sattelzugmaschine. Es ist natürlich ein Mack, ne? Wir haben hier verschiedene Motorkonfigurationen. 425 PS, 455, 505 und die Extreme Edition mit der höchsten PS-Zahl, also 1500 PS. Wir können die Unterbodenbeleuchtung ausschalten oder aktivieren. Wir können uns eine Felgenfarbe aussuchen, aber ich lasse die Felgenfarbe jetzt wie sie ist, weil sie dazu passt. Es sieht jetzt noch ein wenig schlicht aus. Wartet's ab. Wartet's ab. Ich kaufe den jetzt. Dann müssen wir bei den Anhängern rein. So, ganz hinten. Und da ist auch der passende Auflieger. Wir können hier die Unterbodenbeleuchtung aktivieren. Ich mache das auch. Wir können das Kennzeichen, wenn wir möchten, konfigurieren, kaufen. So, und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal draußen an. So, hier ist der Auflieger. Ihr könnt jetzt bei YouTube, ich glaube, das war Whitney Houston, ne? Ah, ich weiß es nicht mehr. Das passende Coca-Cola-Lied anmachen. Ne, Whitney Houston war das nicht. Melanie Thornton war das, glaube ich, mit dem Coca-Cola-Lied. Damit die Stimmung auch passt, ne? Guckt's euch an. Drink Coca-Cola. Me too. So, hier ist die Zugmaschine. Natürlich ein Mack. Ein Prachtstück. Ein Prachtstück. Und die Texturen, ne? Das passt einfach. Ich steige jetzt ein. Und jetzt starte ich den Motor. Aufgepasst. Hört genau hin. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Nochmal. Achtung, aufgepasst. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Nicht schlecht, oder? So, wunderbar. Dann kuppeln wir den Anhänger an. Aber... naja, mit meinen Fahrkünsten. So. So, so, so. Ne, so wird das nichts. Mit meinen Fahrskills ist das wieder so eine Sache heute. Jetzt. So, ich kuppel den an. Hört hin. Gehört? Ich mache noch mal ab. Und jetzt kuppel ich ihn noch mal an. Hört hin. 143 km/h steht unten auf dem Tempomat. Soll er schaffen. Das probieren wir natürlich hier aus. Und guck mal, wie der hochbeschleunigt. Da wird jedem Real-Life-Trucker schlecht. 143 km/h. So, ich gehe mal nur vom Gas. Die Verzögerung ist gut. Dann fahren wir die Strecke jetzt auch zurück. Das ist eine Beschleunigung, die lobe ich mir. Und wenn wir dann auf die Bremse latschen, Achtung, jetzt. Ja, wunderbar, wunderbar. So, wir fahren mal hier auf die Fläche. Und dann wollen wir mal das F1-Menü öffnen. Und schaut mal. Anhänger aufklappen mit X. Ah, da kann man auch reingucken. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? So. Ich mache wieder zu. Also ihr könnt den beladen, ne? Wir werden wohl mit L keine Gurte haben. Nein, Gurte haben wir nicht. So. Dann mache ich jetzt mal alles aus. Abkuppeln nicht vergessen. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal dunkel. Wie aus Geisterhand ist es dunkel geworden. Ich schmeiß den Motor an.
Ho, 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 Merry Christmas! Wunderbar, oder? Ich hänge den Anhänger dran. Und das ist doch mal, ne? Hupen. Das ist doch, also, schicker als so schick. Schicki, schicki, geht's doch gar nicht. Oder was meint ihr? Ihr Lieben, zu dem Track kann ich auch nur noch sagen, achtet auf Updates, die Infos dazu bekommt ihr natürlich bei uns auf dem Community Discord Server, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr auch den Tassi immer mal wieder antreffen und erreichen vom Tassi Modding und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal im Voraus mit Tassi zusammen quasi frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören, sehen und lesen, mit diesem Weihnachtsgeschenk von Tassi extra für euch, ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wie gesagt, gerne auch auf Discord in unserem Community Server, wo ihr den Tassi auch findet. Tassi freut sich natürlich auch schon auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube ja völlig gratis. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao.